Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zu einer neuen Runde Battlefield 4. Ja, ich weiß, lang, lang ist her. Auf der Map Savoth 311. Spielmodus ist mal wieder Rush. Und ich habe den Sturmsoldaten am Start mit der leckeren FAMAS. Die ist einfach geil, die rollt ordentlich was weg. Deswegen die FAMAS immer zu 80% oder so. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, die Videos kommen gerade sehr verzögert. Das liegt gerade nicht daran, dass ich gerade zu wenig zock. Das liegt eher daran, dass ich zu viel zock. Und das ist gerade irgendwie immer das Thema und das Problem. Da sitzt man halt sich nach der Arbeit mal hin. Denkt, komm, zockt man mal ein bisschen. Und dann wird es halt gleich wieder 12 oder 1 abends. Morgens beziehungsweise. Und dann hat man irgendwie keine. Komm, komm. Nein, nicht weglaufen. Komm her. Ja, jawohl, jetzt. So, dann hat man irgendwie keine Motivation mehr, irgendwie sich nur vor den Rechner hinzusitzen. Ich weiß auch nicht, das ist halt gerade die Arschratte, echt. Das ist seit der PlayStation 4, seit ich die PS4 habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist gerade katastrophal. Jeden Tag von, ich sag mal, von 8 oder 9 Uhr, also sprich 21 Uhr, bis immer um 12 oder 1 Uhr nachts, ist ganz katastrophal. Und Gameplays können leider noch nicht von der PlayStation 4 kommen, da ich noch keine passende Elgato dazu habe. Da bräuchte ich. Komm, scheiß Sniper. Arschratte, komm. Ah, ich möchte gerne die neue Elgato, also sprich die 60er 60p Elgato. Und die ist halt mal wieder bei 180 Euro oder bei 160 Euro. Da muss man auch schon ein bisschen drin knabbern, bis man die Elgato wieder hat. Aber mein Gott, schauen wir mal. Es kommen bessere Zeiten. Aber ich habe halt. Ja. Was soll man machen? Das ist halt gerade so. Auf jeden Fall PlayStation 3, ganz klar, immer noch im Start. Und deswegen auch hier das Battlefield 4 Gameplay. Jawohl, Headshot. Das war gerade mit dem letzten Schuss vom Magazin ein Headshot. Ja, auch nicht schlecht. Ich denke mal, das wird eine ordentliche Plus-KD geben. Ich habe mich vorher schon ein bisschen eingespielt, aber nun ein bisschen. Und das war eigentlich meiner, du Arschratte. Mensch. Und ja, ich denke mal, vorher sah es auch gut aus. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so reißen. Auf Zavod. Ah, das war auch wieder meiner. Highland, zack. Ich bin irgendwie immer zu langsam. Ja gut, man kommt halt ins Alter, gell, und ja, die Gicht an den Händen, die legt halt immer mehr zu und alles scheiße und scheiß Sniper hier rumgammeln. Wieso haben die schon einen Panzer? Das gibt's doch nicht. Hab ich irgendwas verpasst gerade? Das kommt halt, wenn man labert und spielt, das ist immer scheiße, jetzt muss man schnell weg hier. So wie es aussieht, haben die Kollegen, naja klar, deswegen haben die einen Panzer, weil alle schon Kontrollpunkte schon eingenommen wurden, deswegen haben die einen Panzer. Komm. Bringt das was? Jawohl, schnell weg. Dass ich. Komm ich da rein? Komm ich nicht rein. Fort ist. Nicht, dass ich irgendwie vom Panzer weggerotzt werde. Ich muss mal schnell weg hier. Da oben. Nuff. Und dann mal schauen wir mal, ob man da irgendwie von hinten reinkommt. Schauen wir mal. Hinterlader technisch. Vorne rechts hockt einer im Geschütz, habe ich gesehen, aber das ist jetzt weg. Naja, das wird man schon was reißen. Ich versuche immer von hinten irgendwie die Gegner zu umgehen, praktisch am Rand der Map. Da ist ein Panzer, wie jetzt unter, wie ihr unten seht. Den umlaufe ich mal schön. Scheiße, aufpassen. So, der Panzer ist da rein, also sprich, der hat mich nicht gesehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, deswegen. Mal schnell, Fotos, 8, 7, 6, 6, 5, so. Jetzt mal gucken, normalerweise sind hier ein paar Sniper immer unterwegs oder ein paar scheiß Camper. Normalerweise, nicht immer der Fall, aber normalerweise. Oh, und bald kommt der, habe ich ganz vergessen, und bald, was war das gerade? Bald kommt ein richtig geiles Spiel raus, manche von euch kennen schon bestimmt das neue Horrorspiel, The Evil Within, das kommt jetzt, glaube ich, am 15. Oktober raus. Werde ich mir natürlich dementsprechend besorgen, aber ist halt leider für die PS4 und da ich noch keine Elgato habe, muss ich wahrscheinlich live streamen, das Spiel.
bin auch schon fleißig dabei am Livestream teilweise, aber da verliert man irgendwie immer die Motivation, wenn bloß ein oder zwei zuschauen. Hä? 2-2-2-2-2! Jawohl, Double Kill, mehr oder weniger. Wie gesagt, da verliert man immer die Motivation, da denkt man, komm, macht mal einen Livestream, auch offiziell, und da guckt immer bloß zwei oder drei zu, das ist schon immer irgendwie, ja, deprimierend, sage ich jetzt mal, weil man muss auch dementsprechend ein bisschen den Zuschauern was bieten und auch ein bisschen labern und hin und her und rum und um. Einmal habe ich es ohne Headset gemacht, da hat es auch wieder bloß einen Zuschauer gegeben, da habe ich gedacht, leck mir am Arsch, wieso soll ich da jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen Scheiß reinlabern, aber das kam auch, muss ich dazu sagen, wow, geiler Panzer. Nicht überfahren. Da kam gleich ein Kommentar, wieso hast du kein Headset? Sage ich doch, habe ich schon, aber gerade im Moment, ja, mir ist nicht danach, sage ich jetzt mal. Dann, also, wenn man was anderes macht, wie gewohnt, dann kommen natürlich gleich Anfragen. Aber gut, ist auch richtig so, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man einen Livestream anguckt, will man natürlich dementsprechend unterhalten werden, wäre ich natürlich auch voll dafür und hätte ihn gleich versäckelt, wenn ich den Livestreamer angeschaut hätte. Ganz klar. Aber wie gesagt, der Eerie Film werde ich livestreamen. Da werde ich auch jedes Mal offiziell dann ein Video posten. Also sprich, jawohl, jetzt heute 21 Uhr Livestream. Schaut rein bei Twitch. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und was noch neu rauskommt, für die Borderlands-Fans unter euch. Ich glaube, am 10. Oktober kommt das neue Borderlands raus. Und ja, da bin ich schon fleißig gespannt dafür. Und da wird es natürlich Gameplays geben, ganz klar. Weil, das gibt es nur für die PS3. Also sprich, für die neue Next-Gen-Konsolen gibt es das Spiel nicht. Deswegen muss ich mir das für die PlayStation 3 kaufen. Und da habe ich ein Aufnahmegerät, ganz klar. Da habe ich eins dafür. Und das wird dann dementsprechend, 14:2, das wird dann dementsprechend gezeigt und auch Let's Plays und also erstmal die Story, würde ich mal behaupten, erstmal die Story wird gelet's played, sage ich mal, und dann, wenn es eventuell Tipps oder Tricks oder irgendwelche Glitches gibt oder irgendwas gedöns, werde ich natürlich auch dementsprechend zeigen. Aber ich denke mal, am Anfang wird da noch nicht so viel kommen. Es kommt immer alles so, scheiß Panzer, alles so nach und nach, die Glitches. Also sprich, irgendeiner hat irgendwas entdeckt und tut es mit anderen Teilen und ja, das kommt immer so nach und nach, die Glitches. Die werde ich natürlich auch zeigen, ganz klar. Also 15. Oktober und der 10. Oktober sind wichtige Termine für mich, sage ich jetzt mal, für die Spiele, wo ich auf jeden Fall holen werde. Klar, im November. November kommt noch Call of Duty raus oder sowas, aber ich bin ganz ehrlich der Battlefield-Zocker anstatt Call of Duty. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Aber Call of Duty zocke ich natürlich auch nebenher. Also MW3 oder sowas habe ich ordentlich gesuchtet damals. Bis die ganze Hacker da gedöns kommen, dann hat man einfach keinen Bock mehr gehabt. Scheiß Hacker die ganze Zeit und da ballert man das ganze Magazin auf euren drauf und keine Ahnung, und man rotzt nicht weg. Dann habe ich irgendwie die Lust verloren und dann kam Battlefield 4 raus. Und dann war das natürlich richtig geil, dementsprechend. Brauchst du Hilfe? Scheiß Panzer hier. Okay, ich glaube, meine Granate hat es nicht rausgerissen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall mit dem Plus-KD sieht es im Moment ganz, ganz gut aus. Vorne ist gerade einer gestorben, muss aufpassen. Ich glaube, nein, Hinterlader, scheiß Arsch. Da, jawohl, nix da, ja, scheiß Camper. So, unten auf der Minikarte sind alle links. Scheiße, das, komm. Jawohl, so, weiter geht's. Komm, setz Kinder in die Welt, spring. Ja, der springt auch schon fleißig, das ist richtig. Nein. Da hinten geht's Geballre los. Zwei, drei Stück. Drei Stück. Einer davon gehört mir. Ah, scheiße. Komm. Jetzt pass auf, da kommen sie gleich ums Eck wahrscheinlich.
Schweine. Komm. Da vorne sind sie. Ah, scheiß Camper, nicht mit mir, du Sau. Ich hab wahrscheinlich gerade gewartet, bis ich ums Eck komme. Nein. Sturmsoldat AK-12, das ist ein Anfänger. Level 3. Da sieht man mal, dass ein scheiß Level 3er locker ein Level. Oh, ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. Ist auch scheißegal. Ich glaube, irgendwas mit 60, glaube oder so. 60? Lass mich lügen. Keine Ahnung. Ich kann jetzt gerade nicht nebenher schauen. Das ist ein bisschen scheiße. Sonst hätte ich schnell aufs Handy geschaut. Battlelog. Irgendwas mit 60 oder scheiße. 60 oder 65. Irgend sowas. 67. Ach, was. Ah, da ist gerade schon der 64. Ah. Haha. So. Panzer ist keiner unterwegs. Ich fahre immer gern Panzer, aber irgendwie sterben da alle gerade. Scheißegal. Jetzt muss ich wieder hier im Arsch der Welt spawnen. Oh, 300 Meter. Kack die Wand an. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, leck mich. Squad. Unterstützung 25. Geilo. Ja, kann man das fahren, ne? Jetzt muss ich da wieder ewig rumlaufen. Ist doch scheiße. Laufe, laufe, laufe. Laufe, laufe. Oh je. Das Laufe, laufe, laufe. Das kennt bestimmt einer von euch. Bestimmt. Schreibt's unten in die Kommentare rein, wer das kennt. Von irgendeinem bekannten Spiel ist das. Das kennt wahrscheinlich zu 80% eurer. Ja, zu 80% kennt das. Von meinen Abonnenten, würde ich mal sagen. Laufe, 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 laufe rüber. Mal gucken, ob man die irgendwie von hinten umgehen kann. 120 Meter, 110, 100. Aber den Turmnuff, das kann ich vergessen. Wenn ich den Turmnuff gehe, dann bin ich gleich sofort weg. Sind sie die Schweinbacken? Ja, hinter mir! Der ist doch gerade gespawnt, oder? Das kann ja nicht sein, dass der auf einmal einfach hinter mir steht und nichts macht. Scheiße. Aufklärer, oh, ich hasse die scheiß Sniper. Mann! Können sie nicht oft genug sagen. Ach, du Scheißratte, du Elendige. Wie gesagt, wird's eine Sniper geben, also sprich eine One-Hit-Sniper, ein Schuss, egal wohin, ins Knie, in der kleine Finger, in der Piepmatz, scheißegal. Ein Schuss und der wäre tot. Das wäre meine Lieblingswaffe, aber es gibt's leider nicht. Das ist einfach scheiße. Scheiß Pionier. 19 zu 7, ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Wie gesagt, ein Sniper mit einem Hit, One-Shot. Irgendwo, egal wohin. Das wäre sofort meine. Aber das ist halt scheiße. Man braucht mindestens gut dementsprechend, wohin man schießt. Klar, wenn man auf der Brustkorb schießt, bräuchte man zwei Schüsse. Ich glaube, bei fast jedem Sniper. Und beim Snipergewehr. Und das kann es einfach nicht sein. Also, sprich, wenn ich einen anschieße, der merkt es natürlich sofort und denkt: oh, scheiße, schnell weg. Ich bin im Visier vom Sniper. Und, bis ich den wieder neu im Visier habe, das kann ich vergessen. Da ist der schon lang über alle Berge. Also so ist es in den meisten Fällen der Fall. Gut, außer er wurde, jawohl, vielen Dank, außer er wurde dementsprechend angehatet, angeslackt, dann reicht natürlich ein Schuss. Aber das ist halt eher seltener der Fall. Scheiß Panzer, und den Panzer komme ich nicht rum. Und ich habe auch, ich habe keine panzerbrechende Dinger dabei. Die verstecken sich auch hinterm Baum. Ja, die haben alle Raketenwerfer dabei. Ist das einer? Gammelt da einer? Nee. Das sah gerade so aus. Ich glaube, da ist gerade einer gestorben da oben. Kopf runter, ihr Schweine! Ich bin schon wieder angehatet da oben, angesleckt. Schweine. Angehatet ist ja was anderes. Sorry. Aber man verlabert sich ab und zu, wenn man hier gucken muss, dass man unten eine Plus-KD reißt. Also leck mich doch am Arsch, scheiß Sniper. Jawohl. Haha, ihr Schweinebacken.
Man verlabert sich ab und zu, also sprich, das ist gar nicht so einfach. Man zockt, versucht eine Plus-KD zu reisen und dann nebenher noch per Live-Mikrofon irgendwas die Zuschauer unterhalten. Ist gar nicht so einfach. Müsst ihr mal selber probieren. Was ist da hinten? Scheiß Panzer! Wir verlieren eh gleich. 25. 24. Ich bin müde. Heile zack. Mir nach gerade 11 Uhr Abend. 23. Wenn ich da jetzt rumlaufe, dann rutscht mir der Panzer weg. Scheiße. Komm. Arschlecken. Also wenn ich im Panzer gesessen wäre, ich hätte mich total weggerutzt. Ist das? Brandgranate. 21, wir verlieren gnadenlos, aber ich komme da nicht nuff. Wenn ich jetzt da nuff gegangen, dann bin ich gnadenlos weg. Durchs Gitter kann man nicht schießen, ist alles ein bisschen scheiße. Der Panzer weg. Komm, jetzt gehen wir einfach mal nuff. Fottes Arschlecke. Ab durch die Mitte, weg da. Ab durch die Mitte. Dusch, dusch, dusch. Lauter Granaten da oben. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse, ACE 223. Jawohl. Bringt mir aber nichts. 21 Leben. Hier stehen alle im Weg. Das ist doch Kacke. Kein Wunder, sterbe dir die ganze Zeit, wenn er die ganze Zeit im Weg stand. Ihr Schweinebacken, echt. Verpisst euch. Ja, gang genug. Los. Kanonenfutter. Komm hinterher. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt muss man bloß achten, dass da unten keiner hochkommt. Na, klappt schon. Ah, da war einer. Zwei. Fotos weg. Nein. Woher weißt du, dass ich da hinten im Eck bin? Mann. Gut, er hat 50 Schuss Magazin dabei. Ne, ich glaube, der hat 100 Schuss in dem Chase-Gewehr. Kein Wunder, dass er da nicht nachladen muss. Da unten. Ich treffe nicht. Nein. Ja, wir sind nicht gleich tot. Einer. Ja. Aber egal. 20 zu 9. Für ein Team, was verloren hat. Mein Gott, scheißegal, oder? Es war jetzt mal seit Länge mal wieder ein gutes Gameplay. Ich werde mich bessern, versprochen. Wie gesagt, ich zock sehr viel an der PlayStation 4 gerade. Ist echt schlimm. Service Star sogar. Pharma Service Star, jawohl. Ein paar Ohrenspender dazu und dann passt schon. 9 Stück an der Zahl und mit einer Schlussquote, Schluss-KD von 20 zu 9 verlasse ich euch. Vielen Dank fürs Einschalten und man sieht sich in einem nächsten Projekt oder im Ingame dementsprechend. Also ciao ciao und haut rein.